Ich sehe ein Mädchen vor mir, sie ist 13 Jahre alt, eigentlich normal, doch es war eine harte Zeit, verspürt starkes Leid, wenn sie an die Zukunft denkt, sucht nach dem Leben, während sie die Schule schwänzt, weil sie jeder die Coolste nennt und immer im Mittelpunkt, wegen ihrem Aussehen und jeder auf die Titten guckt. Sie will das nicht, sie will immer ganz weit weg, irgendwo in Frieden leben, bis sie dann allein verreckt. Selbst die Freunde haben keinen Plan, was mit ihr los ist, sie diskutiert stundenlang, was der beste Grund ist, so nicht. Sie fühlt sich nun dreckig, ein depressiver Mensch, ihr wird selbst sie übel beim Essen. Selbst der Lehrer sagt im Sport immer noch schneller Note und fühlt sich vom Becken nackt, die Schaufenster pumpen. Tausende Jungen fallen ihr andauernd nach, doch keiner hat einen Plan, was in ihrem Leben geschah. Abends, wenn es dunkel wird, liegt das Mädchen lange wach, denn sie weiß, heute wird mal wieder eine schlimme Nacht. Der Vater kommt nach Hause betrunken, schleicht er den Flur entlang. Das Mädchen hört die Schritte, hielt am liebsten alle Uhren an. Doch die Zeit, sie bleibt nicht stehen, der Vater kommt ins Zimmer rein, vergewaltigt sein Fleisch und Blut, was kann schlimmer sein? Immer weint das Mädchen ganz allein in ihrem Bett, wünschte sie wäre ganz weit weg, lebte nicht in diesem Dreck. Sie konnte mit keinem reden, alle haben weggesehen, doch jeder wusste, was passierte, war es Zeit ins Bett zu gehen. Doch irgendwann kam die Nacht, in der sich's ändern sollte, denn es war das aufgestaute Leid, das sie einholte. Der Vater kommt wie jede Nacht, er ist das Grauen in Person, sieht ihre Augen leer und kalt und warmes Blut am Boden, Rasierklinge, zwei Schnitte, Puls, daran aufgeschlitzt, ein kleines Mädchen tot und ein Mann, der immer noch frei ist.